So Leute, es ist soweit, mal wieder ein schöner Bossfight im Chevrolet Camaro SS. Ich könnte jetzt, nee, komm, nee, das verkneife ich mir jetzt. Ich glaube, ihr wisst, was ich eigentlich so irgendwie jetzt einen Witz machen wollte, aber nee, das ist schon wieder zu asozial. Das ist zu asozial. Oh Mann, ey. So, LA River. Könnte sein, dass es sogar die Strecke ist, die schon sehr geflutet ist. Zwei Runden. Duell. Leute, ihr wisst, was abgeht, ey. Entweder gewinnen oder den Gegner schrotten. Letztens war es recht einfach. Mal gucken, ob es wieder einfach wird oder ob es jetzt ein bisschen trickyhafter wird. Ja, er zieht natürlich weg. Und zwar enorm. Naja, okay. So, let's go. Wo sind die ersten Power-Ups? Ich will ihn platt machen. Ah, guck, hier seht ihr es, wie viel Wasser jetzt hier schon ist. Das war in den vorigen die ganze Zeit noch nicht der Fall. Boah, und driftet er. Schnell aus dem Wasser raus, die Vogel. Und der ist schon meilenweit hinter uns. Habe ich getroffen? Nee. Verdammt. Egal, warten wir, bis er ein bisschen näher ist. Also, es sieht aber momentan wieder sehr gut für uns aus. Zack, nochmal da hinten abfeuern. So, jetzt habe ich drei von den Dingern. Wunderbar. Und Flatsch. Schade. Komm. Gibt's doch gar nicht. Ah, geht doch. Geht doch. Geht doch. Was zum Reparieren nehmen wir auch mal. Och Leute, ich glaube, das wird ein recht billiger Fight hier. Da braucht man gar nichts Großartiges zu machen. Das ist lustig, weil ich habe die Fights echt schwerer in Erinnerung. Das Nitro hebe ich mir zwar schön auf. Für die dumme Wasserstelle, damit ich ja ein bisschen schneller durchkommen kann. Und das ist jetzt schon die letzte Runde und der ist... Lol, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich nicht. Aber der ist meilenweit hinter uns. Boah, krasse Sache hier. Zack. Okay, der ist jetzt hinten erst an der Kurve, am Anfang von dem Wasser. Zack. War hier nicht auch noch irgendwo Nitro? Ah, genau. Wow. Nein, nein. Oh mein Gott. Wie lächerlich. Wie lächerlich. Okay, das war echt richtig dumm von mir. Also, ich meine, ich fühle ja recht gut, aber das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Vor allem, dass dann als der Name von meiner Freundin steht. Sehr lustig. Eben schon ein bisschen gerade verwirrt gewesen. Vergesst immer, dass ich mit einem anderen Account ja drin bin. Vor allem dumm, wie ich bin. Nehme ich immer erst meinen Account und dann raff ich erstmal so, ach nee, ich muss ja was ganz anderes machen. Und boosten! Boah! So, wir feuern nochmal alles ab. Okay, also falls wir hier irgendwie Fans gebraucht haben, das haben wir wohl nicht gekriegt. Mit 375 Fans. Und schön ins Ziel gedriftet. Ja Leute, tut mir leid. Ich kann da nicht für, wenn die Bossfights auf einmal lahm werden. Fanliebling. Ja genau, Fans gab es hier eh nicht, glaube ich. Ja. 395, wow. Doch so viel. Geil. Gut, die Bühne gehört dir. Du hast Reimer die Show, sein Auto und die Mods gestohlen. Es bringt viele Fans. Aber benutze es, wie du willst. Ja, auf jeden Fall. So, damit haben wir das hier auch fertig. Wunderbar. Wir gucken uns schon mal den nächsten Boss an. Der fährt, glaube ich, einen Hammer. Aber das sehen wir noch gar nicht. Warum steht da immer noch das andere Auto? Egal. Also Leute, wir brauchen... Ach du Kacke. Räum ein Auto ins Meer ab. Toll. Das wird fies. Down. Ne, Zerstörung. Rennen. Okay, an den Docks kann man das machen. Ach, hier sieht man noch gar nicht, wo das Rennen stattfindet. Oh ne, da muss man bei den Docks eins mit dem Abräumer Skill ins Wasser räumen, ins Meer räumen. Das wird krass. Simuliere 100 Autos. Ach so, die zählen aber auch aus der Zerstörung. Leute, das hätte mich jetzt geflasht gehabt. 100 Leute demolieren, ey, das wäre sauschwer gewesen.
Räume 5 Autos ab, das geht ja noch. Hol dir bei folgendem Event 6 Lichter. Okay, bei dem Zerstörungsduell. Ja, Leute, das dürfte eigentlich alles machbar sein. Mache ich noch ein Rennen? Ja, komm, die Zerstörung machen wir zum Abschluss nochmal. Natürlich wieder mit dem Scirocco. Geilstes Auto überhaupt. 120 Punkte. Die Strecke ist ganz okay. 12 Tore und 2200 Fans. Okay. Ja, eigentlich muss man auch immer wirklich genau gucken, was das für eine Strecke ist und dafür dann sein Auto nehmen. Also wenn es irgend so eine, ja, ich sag mal, irgend so eine Strandmap auch ist, dann ist es scheiße, so ein Auto jetzt wie das zu nehmen. Da muss man irgendwie schon ein fettes Muscle Car nehmen oder halt den Hammer. Und dann ist das besser. Ich im Gegensatz nehme immer die Autos, die ich cool finde. Es ist nicht so schlau, aber ich meine, es geht halt bei mir immer um den Style. So, allen schwindlig geworden und los geht's. Und schon verkackt. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt doch lieber welche abschließen soll oder... Naja. Alter, ich krieg's gar nicht mehr hin. Ist das heftig. Ist das mal wieder kacke hier. Bam, die haben sich alle noch mit zerfrackt. Boah. Oh, der Hammer. Das ist natürlich geil. Schön von... Boah, ja, man, komm, von vorne abräumen. Bam. Und mit seiner Mine hat er dann den hinteren noch platt gemacht. Sehr schön. So will ich das hier sehen, ey. Verdammt, das wäre jetzt schwachsinnig, den abzuschießen. Aber hinter uns ist ja auch noch einer. Och, das glaube ich nicht. Oh, Leute, ey. Da kriege ich ja echt immer zu viel, wenn sowas passiert. Und weg. Zack. Hallo? Ey, der fährt voll die Meute. Ich hau einfach rein. Treff nicht. Zack, zack. Die haben sich wieder gegenseitig geknallt. Nicht falsch verstehen, Leute. Och Mann, ich wollte eigentlich an dem vorbeischießen. Zack, so komm. Einsammeln. Zack, 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 zack. Und ich fahr voll rein. Es ist so lächerlich, Mann. Simuliere 100 Autos, wir sind bei 20. Okay, wir haben auf jeden Fall schon alle Lichter. Das ist sehr geil. Zack. Nice. Und da vorne fährt der Hammer, der gibt die meisten Punkte. Aber den muss man halt auch am meisten logischerweise treffen. So, und jetzt nochmal Fansprint hier. Okay, kurz mal konzentrieren, gell? Okay, den haben wir diesmal schön gekriegt. Nein! Oh, fuck! Das war natürlich richtig dumm einfach nur. Einfach nur dumm. Gibt's kein anderes Wort für. Boah, ich muss mich konzentrieren. Na komm schon! Och Mist! Aber 179, das ist echt gar nicht mal so verkehrt. Was sagen die Fans dazu? Ach du Kacke, ey, 200 Fans haben gefehlt. Das weiß ich aber noch, weil das Event musste ich sogar in meinem Account letztens noch machen, weil ich auch noch Licht erholen wollte. Und da hat mir das nämlich auch gefehlt. Also das ist wirklich tricky. Man braucht, glaube ich, wirklich so 200 Punkte oder so und dann schafft man's. Oder sogar noch mehr. Also das war echt richtig fies. Egal, wir haben es geschafft. Nochmal Fans abstauben. Ach, Wunder. Ach nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, wegen 65 Fans. Glückwunsch, du hast den magischen Touch erreicht. Schon wieder nächstes Talents Party. Talent ist ein Naturtalent und erreicht mühelos die Spitze des Feldes. Auch ohne Power-Ups zu benutzen. Boah, den kennen wir auch aus dem Let's Show, ey. Thema Let's Show, da muss ich ja auch noch was machen. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und dann, jo, gibt's weiter Rennen und nicht Kontrollpunkt, dann gibt's weiter Zerstörung und normale Rennen. Also, Leute, bis dann. Tschüss.